rangehen kann. Die ganze Tuning-Meisterschaft zu fahren, das geht mir jetzt aber irgendwie gegen den Strich. Suzuka 5 Runden, ey. Boah, nee. Nee, das brauche ich nicht. Irgendwas an der Profiserie noch, was man fahren könnte. Was geht hier so? Das ist einmal Italien-Rennen. Ach, sind nur Ferraris zugelassen, okay. Britische Leichtgewichte. Dann muss man sich quasi ein Elise kaufen, wa? Ja. Gallardo. Wenn ich jetzt ein Gallardo kaufe, kann ich diese Gallardo-Scheiße da drüben fahren. Und das Rennen hier. Nee, kann ich gar nicht, weil da brauche ich Stufe 17. Ach! Die wollen mir hier auf den Sack gehen. Tuning Car, Grand Prix, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin verwirrt. Gibt es denn hier noch eine andere Möglichkeit, irgendwas zu machen oder Punkte reinzuholen? So, ich habe ein Speedster Tool gekriegt. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Lizenzen könnte ich fahren. Stimmt. IC muss ich erst machen. Lahm, lahm, lahm. Lahm, 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 lahm. Die Lizenzen sollte ich schon alle machen, finde ich, oder? Die gehören irgendwie dazu. Mit einem DB9 Coupé. Der allseits bekannte Bremstest. Also ich bremsen kann, habe ich doch schon bewiesen. Warum muss ich das denn jetzt nochmal machen? Und nochmal. Ich hatte das, glaube ich, ja schon mal bei B gemacht. Aber warum muss das so unbeschreiblich lange laden? Das ist noch eine viel bessere Frage. Wollte gerade sagen, was sind denn für hässliche Felgen? Yeah! Staubwolke. Was ist mir das? Stimmt nicht mit der Map, Mann. Das Bremsfeld erst. Na, verdammt. Das war viel zu früh. Aber ich bin mit Bronze davon gekommen. Von daher gebe ich mich damit zufrieden. Weiter. Da gibt es eine 160 Watt. Das ist aber eine herbe Enttäuschung. Für so ein Kackrennen da hinten kriege ich 6000? Hartes Bremsen und Kurvenausfahrt. Okay. Ach, die Kurve. Ist aber eigentlich easy. Da hatte ich nie so meine Schwierigkeiten mit. Mit so einem fetten M5. Dab, dab, dab. Laden. Fliegender Start, immerhin. War das Gold? War das? Nein. Alter, wie schnell muss man denn für Gold sein? Holy shit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie zu früh gebremst hätte. Das war schon hart am Limit. Krass. Durch eine enge Doppelhaarnadelkurve. Okay. Klingt pervers. Auf Indianapolis. Oh, was ist das für ein Wagen? Der ist gar nicht schlecht. Fairlady Z.
Der sieht aber ganz nice aus. Das schaffen wir, kein Ding. Lade, lade, lade. Okay, Ideallinie sieht anders aus. Ach, das reicht wenigstens noch für Silber. Silber. Aber nein, nur Bronze. Gibt das wieder 100 Millionen XP? Stimmt. Ui, 160. Ui, ui, ui. Mein Plan hier mit Level 17 zu erreichen, schlägt irgendwie gerade viel. Könnte man behaupten. Könnte man enthaupten. Ah, Staubstrecken. Kennen wir doch schon, bin ich doch schon dran gescheitert. Ist das sogar die Kurve, an der ich gescheitert bin? Das ist sogar gut möglich. Dann sehe ich das schwarz. Das wird nix. Nein, 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 nein. Oder? Nee, ist sie nicht. Alter, 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 Alter. Alter, auf zu rutschen. Heftig, der einfach nur rutscht. Alter Schwede. Hab ich Gold geschafft? Ich dachte schon. Hätte ich mir bei der ersten Kurve aber nicht so verhaspelt, dann hätte ich aber locker Gold geschafft. Es ist irgendwie komisch, dass ich immer bei den Rallye-Sachen relativ gut abschneide. Sind die Computerfahrer da so, weiß ich nicht, lahm? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist denn das nochmal für eine Kurve? Die ist doch voll easy, die Kurve. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mal bremsen. Oder irre ich mich da? Ach doch, das ist ja ganz hinten. Ja, doch, da muss man bremsen. Und da kann man relativ gut durchflutschen. Eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das Auto bremst. Verdammt. Gold! Nee. Aber Silber. Nee? Was? 1600. Oder sind das sogar... Nee, das ist ein Hundertstel. Verdammt! Weniger als ein Hundertstel? Sieht das denn... Nee, hä? Das ergibt ja keinen Sinn, wenn ich 1600 sage, glaube ich. Oder doch? Verdammt! Ich bin mir mit sehr kleinen Sekundeneinheiten nicht im Klaren. Uneinsehbare Kurven, bla bla bla, bewaldetes Gebiet. Mhm, mhm. Wie viel gab das nochmal? 10. 10 Sachen sind das immer, ne? Ja, gut. Ich schon bei 6 bin. Das geht auch immer schneller. Ich habe das so lange in Erinnerung, dass man da mal so ewig dran gesessen hat. Komisch. Wenn die Ladezeiten nicht wären, dann ist das doch, wenn das 5 Minuten abgefrühstückt. Oh, wer bremst, verliert. Verdammt. Wieder nur Bronze. Ich schredder mal ganz dicht dran vorbei. Voll zum Kotzen. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht im Let's Play wäre, dann nur hätte ich auf jeden Fall den Ehrgeiz, da noch mehr rauszuholen.
Einfach weil das voll gut aussieht in der Online-Statistik. Wenn da überall eine Bronze stehen hat, dann weiß ich nicht. Kann doch jeder. Wie man gerade sieht. Ah! Aufpassen. Aufpassen. Das war eine unnötige Bremse. Alter, hier, Drift-Champion. Was geht ab? Och, ich dachte, ich könnte Gold oder Silber rausholen, aber nein. So viel zu meiner Aussage, dass ich bei Rallye-Events eigentlich immer relativ gut abschneide. Das dementiere ich hiermit. Lag an dem Auto. Dass man nur so unbeschreiblich wenig XP kriegt, das ist irgendwie ein bisschen behindert. Les Mocorve in Monza. Der Herr damit. Die ist also berüchtigt, ja. Obwohl, da bin ich schon oft rausgeflogen, glaube ich. Mit dem Brera. Hätten sie mir nicht einen Ferrari geben können. Das wäre bei Monster irgendwie angemessener gewesen. Anstatt einem Brera. Na, ja. Passt. Wieder mal nur Bronze. Ich bin heute echt kein Abstauber. Ich bin schlecht in Form. Macht Sinn, dass ich da nur Lizenzen fahre. Auch wenn ich mit einem zu überpowerten Wagen wie dem R8 eigentlich auch bei Rennen nichts falsch machen kann. Vorletztes Ding. Dann frage ich mich, mache ich gleich die nächste Lizenz oder nicht? Weil ich bin immer noch nicht Level 17. Ich müsste echt Level 17 sein, damit ich das nächste Rennen fahren kann, weil ich die Tuning-Scheife nicht fahren will. Also zumindest nicht heute. Ich glaube, den pelle ich zwischendurch ein. Muss mich irgendwie bei Stange halten. Ja, geht das jetzt los oder nicht? Doch. Mit einer Corvette. Easy. Alles easy. Komm, Viper, nehmen wir mit. Lassen sich alle so einfach ausbremsen. Diese Überholsachen sind immer echt einfach. Ich weiß nicht, warum sie die nicht schwieriger gemacht haben. Aber es liegt wahrscheinlich wirklich an der KI, dass die einfach nicht hartnäckig genug ist. Yeah! Stufe 17. Dann brauche ich ja doch nicht die nächste Lizenz scheiße fahren, sondern kann mich gleich in das Rennevent machen. Ah, sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber... ist ja auch egal. Zwei Runden Herausforderung. Was? Aber mit so einem alten Ferrari. Das ist ganz cool. Den kriege ich, wenn ich die Lizenz hier schaffe. Hehe, behaupte ich mal. Nee, kriege ich wahrscheinlich nicht. Aber es wäre ganz nice. Ich gucke mal und sehe diese scheiß Uhr da unten, aber ich möchte den mal nicht drücken.